Die fremdenfeindlichen Ereignisse, die sich bundesweit und besonders in Rostock 1992 ereignet haben, hinterließen tiefe Spuren in der noch vergleichsweise jungen wiedervereinigten Bundesrepublik. Günter Uecker, 1930 im mecklenburgischen Wendorf geboren, will mit seiner teils autobiografisch inspirierten Werkgruppe die Verletzung des Menschen durch den Menschen künstlerisch verarbeiten. 14 Objekte sollen in verschiedenster Art und Weise zeigen, wie Schmerz, Leid und Verletzung verursacht werden und wie sie sich auf den Menschen auswirken. Mit Rostock kommt die Ausstellung nun in die Stadt, in der alles ihren Anfang nahm. Für mich natürlich, weil ich ja aus dieser Landschaft komme und da viel mehr gefühlsmäßig berührt bin als sonst wo. Und das ist, man fährt es ein. Es ist so, wie man einen Schatz wieder verbirgt in der Schublade. Nicht? So dass man in der Welt etwas aufgenommen hat, das einen berührt. Eine große Erfahrung mit anderen Menschen, von anderen Kulturen. Und hier findet das sein Kästlein in der Kunsthalle. Die Kunst kann den Menschen nicht retten, sagt Uecker. Sie könne aber einen Dialog ermöglichen. Deshalb wurde neben der Ausstellung an sich auch Bildungsarbeit in den Rostocker Schulen geleistet. Unterstützung gab es dabei von der Ostseesparkasse. Wir haben die Anfrage ja erhalten, Kunst zu unterstützen. Das machen wir seit ganz vielen Jahren zusammen mit der Kunsthalle. Und diesmal hat es uns so besonders gefreut, dass es eben auch dieses Schulprojekt dazu gibt, dass Kunstverständnis, Kunstverstehen quasi in die Schulen getragen wird. In weit über 40 Ländern war Günter Uecker mit seiner Ausstellung unterwegs und erlebte in 23 Jahren verschiedenste emotionale Reaktionen. In Rostock bleibt der geschundene Mensch mindestens bis zum 11. September.